Die Todesstrafe. In vielen US-Bundesstaaten immer noch gängige Praxis. Auf dem Totenschein steht Tötungsdelikt. Ich habe gut 100 Hinrichtungen ausgeführt. Das ist eine Sackgasse. Ich pack's nicht. Ich habe keinen umgebracht. Die Polanski Unit, so heißt das Hochsicherheitsgefängnis etwa eine Stunde nördlich von Houston. Hier befindet sich der Todestrakt des Bundesstaates Texas. Es ist Mittag, ein weißer Lieferwagen verlässt die Anlage. Der Mann hinten drin weiß genau, wo und wann er sterben wird. Heute um 18 Uhr soll er mit einer Giftspritze hingerichtet werden. Der Wagen ist auf dem Weg ins 45 Minuten entfernte Huntsville. Huntsville hat 35.000 Einwohner und jeder Dritte setzt ein. Naja, ist eine Gefängnisstadt. Wie viele gibt's in Huntsville? Es ist die Gefängnishauptstadt der USA. Da gibt's einen Knast, in die Richtung gibt's einen und in die auch. Die Hinrichtungen finden ungefähr 3-4 Straßen weiter statt. Diesen Monat wurden bereits 7 Männer hingerichtet. Hier wird so oft getötet, dass die Einwohner von Huntsville die einzelnen Exekutionen kaum noch wahrnehmen. Manchmal sieht man die Leute vom Fernsehen und denkt, hab gar nicht mitgekriegt, dass es wieder so weit ist, und dann serviert man einfach weiter. Der Wagen steuert die sogenannte Huntsville Unit an, auch bekannt als The Walls, die Mauern. Es ist das älteste Gefängnis von Texas. Hier sind zwar keine Verurteilten untergebracht, doch leben sie im Schatten des Death House, dem Haus des Todes. Man schaut auf die Uhr und denkt 10 vor 7 und man weiß, vor 20, 30 Minuten ist da jemand hingerichtet worden. Das Death House at the Walls wurde 1952 von Häftlingen errichtet. Damals wurden Urteile noch mit dem elektrischen Stuhl vollstreckt. Heute geht man anders vor. 37 von 38 vollstreckenden US-Staaten lassen mit der Giftspritze hinrichten. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich halte die Todesstrafe für gerechtfertigt. Willie Earl Poindexter Jr. sitzt wegen eines Verbrechens, das er mit 19 begangen hat, im Todestrakt. In 34 Tagen soll er hingerichtet werden. Leute, die Kinder vergewaltigen oder Serienkiller. Leute, die keine Achtung vor dem Leben haben. Für solche Leute ist die Todesstrafe da. Willie wurde wegen des Mordes an der 85-jährigen Millionenerbin und Philanthropin Martha Lennox zum Tode verurteilt. Ich weiß, was ich getan habe, und es war falsch, keine Frage. Aber umgebracht habe ich sie nicht. Ich habe Martha Lennox nicht getötet. 28. Oktober 1993, Clarksville, Texas. Martha Lennox ist zu Hause und will vielleicht gerade zu Bett gehen. Poindexter, sein Cousin James Lee Henderson und zwei weitere Männer brechen ins Haus ein und gehen nach oben. Es handelt sich um eine Mutprobe. Wer traut sich, den ersten Schuss abzugeben und sie zu töten? Als ich ins Zimmer kam, hielt Henderson ihr schon die Waffe an den Kopf. Er fragte, wo sie Geld und Autoschlüssel hat. Sie hat keinen Ton gesagt, da hat er abgedrückt. Die Kugel durchschlägt Lennox' Schädel. Es spritzte nur so daraus. Sie war sofort tot. Dann drückte Henderson Poindexter die Waffe in die Hand. Poindexter feuerte sie ein zweites Mal ab und durchschoss den Kiefer. Ob das grauenhaft war? Auf jeden Fall. Da, wo ich herkomme, hat mir keiner beigebracht, meinen Kopf zum Denken zu benutzen. Hätten mir meine Freunde damals gesagt, hey, spring von der Klippe, das ist geil, ich wäre gesprungen. Ist das eine Entschuldigung für das, was er getan hat? Nein, natürlich nicht. Aber darum geht es nicht. Wenn sie schon tot war oder wenn er annehmen musste, dass sie schon tot war, als er abdrückte, dann darf man ihn nach den Gesetzen von Texas nicht zum Tode verurteilen.
Doch das Gericht sah das anders und verurteilte ihn für sein Tun vor 16 Jahren zum Tode. Ich will mir nicht vorstellen, für etwas zu sterben, das ein anderer getan hat. Das packe ich nicht. Willie und seinem Anwalt bleiben nur noch 4 Wochen, die Vollstreckung des Urteils zu verhindern. Seit 1924 wurden in Texas fast 1000 Menschen hingerichtet. Kein anderer US-Bundesstaat kommt da auch nur annähernd dran. Für die 329 Männer, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten auf ihre Hinrichtung warten, zählt nur eines: wie viele Tage ihnen noch bleiben. Noch 28 Tage, bevor sie mir das Licht ausblasen. Ich heiße Johnny Ray Johnson. Ich sitze seit dem 6. Juni 1996 in der Todeszelle. Inzwischen sind das fast 13 Jahre. Wenn ich mir selbst auf der Straße begegnen würde, ob ich mein bester Freund sein könnte? Nein, das könnte ich nie, weil ich mich noch nie gemocht habe. Die Tatwaffe des ehemaligen Taxifahrers Johnny Ray Johnson war ein Stiefel. 1995 ermordete er die Crack-abhängige Leah Joyette Smith, weil sie einen Deal nicht eingehalten hatte. Der Deal war Drogen gegen Sex. Ich bin ausgeflippt, verstehen Sie? Ich habe sie ganz schön übel zugerichtet. Smith versuchte, sich mit einem Holzbrett zu wehren. Johnson schlug ihren Kopf mehrmals gegen die Bordsteinkante. Dann vergewaltigte er sie. Anschließend trat er 6-mal mit dem Stiefel ins Gesicht. Dann vergewaltigte er sie ein 2. Mal. Es war ein langsames Sterben. Die Frau erstickte an ihrem eigenen Blut. Ich bin unschuldig, wirklich. Ich habe in meinem Leben noch nie wen umgebracht. Haben Sie das Foto, das die von mir gemacht haben? Die haben Ihnen ein Bild gegeben. Schauen Sie mich genau an. Und wenn Sie dann das Polizeifoto anschauen, verstehen Sie, was ich meine? Sehen Sie es? Das bin ich nicht. Die Person auf dem Foto, das ist die Person, die Sie hinrichten müssen. Manche, die hier einsitzen und auf ihre Hinrichtung warten, leiden an einer psychischen Störung. Manche sind einfach nicht in der Lage, zu verarbeiten, was sie angerichtet haben. Also reden sie sich ein, dass der Täter jemand anderer war. Jemand, der nicht hier ist. Es gibt 2 Ichs. Ich war nie fähig, mich meinem Inneren zu stellen. Als der Richter das Urteil verlesen hat, als er mich zum Tode verurteilt hat, da hat er mich wie so einen Teufel beschrieben, einen Dämon. Aber das bin ich nicht. Ich dachte nur, oh Gott, kann das wahr sein? Bin ich dieser Mensch? Nein, bin ich nicht. Aber das wissen die nicht. Die wissen nicht, dass ich das nicht bin. Und genauso sehe ich das, Mann. Seine rechtlichen Möglichkeiten hat Johnny alle ausgeschöpft. Er kann nichts mehr tun. David Martinez bleiben noch 3 Wochen bis zu seiner Hinrichtung. Auch sein Kampf ist vorüber. Man existiert nur noch. Die Häftlinge im Todestrakt verbringen 22 Stunden des Tages allein in ihren 3x2 Meter großen Zellen. Bei uns ist es ungefähr so wie im Tierheim, wo sie die kleinen Hündchen haben und die Katzen. Man ist allein, egal ob man in der Zelle drin ist oder nicht. Wohin man auch geht, man trägt Handschellen. Man kann niemanden berühren, kein Händeschütteln, nichts. Wenn man hier oben nicht stark ist, dreht man durch. Ich glaube, ich habe noch nicht den Verstand verloren, denn ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, meine Tochter eines Tages wiederzusehen. Das letzte Mal sah er seine Tochter vor 17 Jahren. 2 Jahre später, Martinez ist gerade auf Bewährung, beginnt er eine Beziehung mit Carol Prado. Sie hat 2 Kinder.
231 Obregon, San Antonio, Texas. Hier wohnt sie. In jener Sommernacht kommt Martinez sturztrunken nach Hause. Er stolpert über einen Baseballschläger, gerät vollends außer sich vor Wut und knüppelt Carol in ihrem Bett tot. Eric, Carols 14-jähriger Sohn, schläft im Wohnzimmer. Als Martinez ihm den Schädel einschlägt, wacht Erics jüngere Schwester Belinda auf. Sie muss zusehen, wie Martinez ihren Bruder tötet. David verschont die Kleine, später sagt Belinda gegen ihn aus. Meine Mitmenschen haben mich schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Das ist mein Schicksal und ich habe es akzeptiert. Ich kann nachvollziehen, dass eine Familie Genugtuung braucht. Dafür kann ich ihnen keinen Vorwurf machen. Ich bin ein Mensch. Auch ich habe Gefühle. Mir bleiben noch 7 Tage. Ich habe eher Angst davor, dass etwas dazwischen kommt, als vor der Hinrichtung selbst. Noch 3 Tage, bevor David Martinez für den Doppelmord vom Staat Texas hingerichtet werden soll. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemandem den Tod wünschen würde. Seit 14 Jahren hadere ich jetzt damit. Roger Prado ist der Ex-Mann von Carol und der Vater von Eric und Belinda. Der Typ hat mir praktisch mein ganzes Leben weggenommen. Ich will, dass er stirbt für das, was er getan hat. Ich will dabei sein. Ich will es sehen. Ich möchte ihm in die Augen blicken und ihn meine Verachtung spüren lassen. Ich weiß, dass mir das helfen wird. Ich bin Rhonda Franco, die Schwester von David Martinez. Als wir erfuhren, an welchem Tag er hingerichtet werden soll, habe ich gesagt, ich werde dabei sein, als Zeugin für ihn. Ich habe meinem Mann gesagt, dass ich dabei sein werde, weil niemand alleine sterben sollte. Er wird das gar nicht sehen, Mama. Für meine Mutter wird das sehr, sehr schwer werden. Doch je eher wir das alles hinter uns bringen, desto eher können wir wieder in eine Art Alltag zurückfinden. Wird die Familie der Opfer dabei sein? Ich weiß es nicht, ich habe nichts gehört. Wird er sie bemerken? Weiß ich nicht. Wird er sie ansprechen? Keine Ahnung. Mein Bruder ist ein wenig aufgebracht, weil er seine Tochter nie wirklich kennenlernen wird. In einem Hotelzimmer in der Nähe des Gefängnisses treffen Martinez Mutter und Schwester erstmals seine Tochter. Stephanie ist inzwischen 18. Ihre Mutter Cynthia, Davids Ex, ist bei ihr. Sie hat ein 2. Mal geheiratet und Stephanie in dem Glauben gelassen, dass sie aus dieser Verbindung stammt. Doch Stephanie wollte die Wahrheit wissen und hat ihren wirklichen Vater vor 6 Monaten gefunden. Meine Tochter will bei meiner Hinrichtung dabei sein. Sie will, ich glaube, sozusagen für mich da sein, oder? Ich werde ihr alles ganz sorgfältig erklären, ihr mehr oder weniger ein Bild vermitteln, damit sie wirklich versteht, worum es hier geht. Wenn sie mich auf dem Tisch festschnallen und Nadeln in mich reinstechen, wenn sie dabei nur zuschauen kann, wird mir das nichts ausmachen. Aber sie weinen zu sehen, das wird schlimm. Das ist das Einzige, was mir je wehtun kann, weil sie mein Ein und Alles ist. Auf Gottes grüner Erde ist sie das Einzige, was jetzt für mich zählt. Der Abend vor der Hinrichtung. Für Stephanie die Gelegenheit, die Familie kennenzulernen, von der sie bis vor kurzem nicht mal wusste, dass sie existiert. Davids Cousin Mark ist mit ihrem Vater aufgewachsen. Die beiden waren wie Brüder. Wart ihr damals schwere Jungs? Ja, wie gesagt, ich habe so ziemlich das Gleiche gemacht wie die anderen auch. Ich war dabei, als sie ihn gekriegt haben. Ja. Und er hat gesagt, dass er nicht abhauen wird.
Hast du eine Vorstellung, wie viele Mitglieder unserer Familie hinter Gittern sitzen? Jede Menge. Manchmal habe ich Angst, das liegt bei uns im Blut. Sind wir von Haus aus dazu verdammt? Are we doomed from the beginning? 1972 erklärte der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Todesstrafe für verfassungswidrig. Seit der Wiedereinführung 1976 fanden 35% aller Hinrichtungen in den USA in Texas statt. Teil der texanischen Seele ist, dass wir mal eine Republik waren. Texas war eine unabhängige Republik. Wir sind anders, müssen Sie wissen. Eher Individualisten. Wir denken, man muss die Dinge so angehen, wie man sie eben angehen muss. Und das schließt die Todesstrafe mit ein. Tja, wenn Sie sowas anstellen, werden wir Sie töten. Es ist doch so. Wenn Eltern ihrem Kind verbieten, über die Straße zu gehen und es macht's trotzdem, dann wird es dafür bestraft. Wenn ein Kind etwas stiehlt, wird es vom Vater dafür bestraft. So ist das. Strafen gehören zum Leben dazu. Sie machen ein Zusammenleben möglich. Wer was anstellt, muss die Konsequenzen tragen. Und wenn du jemandem sein Leben nimmst, nehmen wir dir deins. Das ist bloß die Folge deines Handelns. Ich glaube, ich kenne niemanden, der gegen Hinrichtungen ist. Als Texaner würden wir es normalerweise am liebsten selbst in die Hand nehmen. Wenn jemand meine Tochter vergewaltigen oder töten würde, ich würde alles tun, um sie zu rächen. Aber die tun das für uns. Ich habe gut 100 Hinrichtungen mitgemacht. Eine Zeit lang zählt man mit, aber ab 100 verliert es irgendwie an Bedeutung. Tom O'Reilly hat als Wärter angefangen. Heute ist er Direktor der Walls Unit. Wir führen mit Abstand die meisten Hinrichtungen in den USA durch. Die Texaner haben für die Todesstrafe gestimmt. Und ich diene den Bürgern von Texas ohne Vorbehalt und nach Vorschrift. Dieses Bild zeigt eine öffentliche Hinrichtung in Palestine, Texas, Anderson County. Das ist von 1904. Wenn damals irgendwo jemand ermordet wurde, kannte man ihn wahrscheinlich persönlich. Die Frau hatte bei der Geburt der Kinder geholfen oder man hatte beim Hausbau mitgemacht. Damals standen die Leute einander nahe. Darum kam da jeder hin, auch Frauen und Kinder. Alle kamen zu so einer öffentlichen Hinrichtung. Hinter dieser Tür befindet sich der ursprüngliche Todestrakt von Texas. Dieser Todestrakt wurde von ca. 1924 bis etwa 1950 genutzt. Hier gibt es 10 Zellen. Das Gebäude ist etwa 160 Jahre alt. 1924 beschloss der Gesetzgeber, dass alle Hinrichtungen hier im Walls und auf dem elektrischen Stuhl stattfinden sollten. Der elektrische Stuhl stand da vorne, am Ende des Ganges. An seinem ersten Tag wurde er 5-mal eingesetzt. Es gab da keinen eigenen Raum oder so. Die anderen Gefangenen konnten riechen, was hier draußen vor sich ging. Februar, der Tag von Davids Hinrichtung. Heute wird einer von uns in der texanischen Todesmaschine sein Leben lassen. Heute ist David Martinez Tag. Es ist fast soweit. Komm mir vor wie ein Pulverfass. Als würde ich jeden Moment explodieren. Muss mich total zusammenreißen. Ich bin unruhig, weil alles so langsam geht. Ich bin startbereit. 14,5 Jahre. Es reicht jetzt. Es ist vorbei. Was mich angeht, war's das. Der Wagen, der David nach Huntsville bringen wird, beginnt seine Reise in den Wäldern von Ost-Texas. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Route geheim.
Am Tag der Hinrichtung trifft der Häftling gegen 13.30 Uhr ein. Leibesvisitation, Duschen, frische Kleidung, Fingerabdrücke. Schließlich kommt er in die erste Zelle hier. In Anbetracht dessen, was dem Typen bevorsteht, gibt es keinen Grund, ihn mies zu behandeln. Wir behandeln ihn so anständig wie möglich. Hier bleibt er bis 18 Uhr. Dann holen wir ihn ab. Das ist der letzte Ort, an dem sich so einer aufhält. Ich habe 102 Hinrichtungen mitgemacht. Was mich angesprochen hat, war die Eindeutigkeit daran. Ich war mit dafür zuständig, den Gefangenen aus seiner Zelle im Todestrakt in die Hinrichtungskammer zu eskortieren und sicherzustellen, dass er festgeschnallt wird. Zum Fixieren sind insgesamt 5 Strafvollzugsbeamte abgestellt, deren einzige Aufgabe ist es, den Verurteilten festzuschnallen. Ich kümmerte mich um die beiden Riemen, mit denen der Oberkörper fixiert wird. Dazu noch um den fürs linke Handgelenk. Wir wussten, weswegen sie verurteilt waren, was sie angestellt hatten. Und das war übel. Bei allen war es richtig übel. Es gab nicht einen Fall, bei dem ich mir gedacht habe, nein, dafür hätte man ihn nicht zum Tode verurteilen dürfen. Eher, den hätten sie gleich bei der Festnahme erschießen sollen. Wir haben Kinder ermordet und Sachen gemacht, die man sich nicht mal vorstellen will. Es ging nicht darum, jemanden zu töten. Es war mehr, das hast du dir selbst eingebrockt, Mann. Mir hat das keine schlaflosen Nächte bereitet. Der Tag einer Hinrichtung läuft ab wie ein gut geprobtes Theaterstück. Alle Beteiligten kennen ihre Rollen, alle wissen, was sie zu tun haben. Die anwesenden Pressevertreter versammeln sich in einem kleinen Raum gegenüber des Walls. Für die Moores und Martinez war es kein gutes Jahr. Ein Platz steht vom Gesetz her einem Journalisten von Associated Press zu. Seit 1984 war ich bei ungefähr 300 Hinrichtungen. Probably in excess of 300 executions since 1984. Kristen Edwards, 23, gehört erst seit kurzem zu den Zeugen der Presse. Bei diesem Job bin ich dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Ich halte für die Nachwelt fest, was hier passiert. Kurz vor 18 Uhr erhält der Direktor den üblichen Anruf aus dem Büro des Gouverneurs. Man bestätigt, dass die Hinrichtung stattfinden soll. Um 6 Uhr fangen die Beamten an, Martinez festzuschnallen. Zur selben Zeit werden die Zeugen zum Death House gebracht. Die Mitglieder der Familie Prado betreten das Gebäude zuerst. Die Martinez folgen ihnen wenige Augenblicke später. Davids Schwester Rhonda verbirgt ihr Gesicht vor der Kamera. Der Ablauf ist bei jeder Hinrichtung gleich. Darum ist es nahezu ausgeschlossen, dass sich die beiden Gruppen begegnen. Ich wusste, dass die Angehörigen der Opfer hier sein würden. Ob ich sie treffen wollte? Nein. Wollte ich Ihnen gegenüber eine spitze Bemerkung machen, so in der Art, na, froh, dass es vorbei ist? Nein. Denn es ist ein Verlust auf beiden Seiten. Auf gewisse Weise verbindet uns das. Mein Bruder hat Ihnen Ihre Familie genommen, der Staat nimmt mir meinen Bruder. Um 18.05 Uhr sind Reporter und Zeugen versammelt, um die letzten Momente in David Martinez' Leben mit anzusehen. Er kriegt 2-3 Minuten, um eine Erklärung abzugeben. Wenn er damit fertig ist, drücke ich auf den Knopf einer Fernbedienung, die ich in der Hosentasche habe. Dann leuchtet im Injektionsraum ein Licht auf. Und die wissen, dass sie anfangen können, die Mittel zu verabreichen. Er zitterte ein bisschen. Und dann sah ich, wie sich die Farbe seiner Lippen veränderte. Ich habe zugesehen, wie er langsam gestorben ist. Er hatte keine Schmerzen. Ich wünschte, er hätte welche gehabt.
Ich wollte, dass er leidet, so wie er meinen Sohn hat leiden lassen. As much as he hurt my son. Er bat die Angehörigen der Opfer um Entschuldigung. Dann wandte er sich an seine Tochter. Zeitpunkt des Todes, 18.18 Uhr. Er sagte, Zitat, es tut mir leid, aufrichtig leid. Zitat Ende. Seit Davids Leiche aus der Hinrichtungskammer gebracht wurde, sind weniger als 20 Minuten vergangen. Ich habe erfahren, dass Martinez eine Tochter hatte und dass sie jetzt 18 ist oder so. Sie und ihre Familie tun mir leid, aber nicht David Martinez. David Martinez war der 429. Häftling, der in Texas mit einer Giftspritze hingerichtet wurde. Sollte Willie Earl Poindexters Berufungsgesuch nicht stattgegeben werden, wird auch er Teil dieser Statistik sein. Ich pack das nicht. Mein Fall ist noch nicht entschieden. Meine Anwälte tun, was sie können. Ich hoffe, dass der Staatsanwalt, der Richter und die Gerichte Unrecht in Recht verwandeln. Mein Leben liegt in ihren Händen. Willie Poindexter bleiben noch 2 Wochen. In jedem anderen Bundesstaat drehen die total am Rad, weil sie sich mit 2 Hinrichtungsbefehlen rumschlagen müssen. Im ganzen Jahr. 2 pro Jahr, habe ich gefragt. Wir haben 2 pro Woche. David Doe ist Anwalt einer gemeinnützigen Organisation, die zum Tode verurteilte Häftlinge vertritt. Er ist sehr nervös. Wir haben zwar verschiedene Anträge eingebracht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen stattgegeben wird, ist sehr gering. Die Anwälte versuchen gemeinsam das auszubügeln, was die seinerzeit vom Gericht bestellten Anwälte ihrer Meinung nach vor 15 Jahren falsch gemacht haben. Sein Strafverteidiger hat damals keinen eigenen Pathologen aufgeboten, um die Verletzungen untersuchen zu lassen. Er hat die Aufnahmen vom Tatort nicht untersucht und nicht feststellen lassen, ob Miss Lennox schon tot war, als Poindexter auf sie geschossen hat. Nur noch 2 Wochen bis zu Willis Hinrichtung. Jetzt hilft nur noch ein Aufschub. Wenn wir mit dem, was wir zu erreichen versuchen, Erfolg haben, dann wird Willie 60 sein, ehe er auf Bewährung rauskommt. Doch müssen sich Willie und die, die sich um ihn kümmern, auf das Schlimmste einstellen. Seine Freundin Vanessa war da. Hast du sie kennengelernt? Die beiden sprachen darüber, was mit seiner Leiche geschehen soll. Er will nicht im Gefängnis begraben werden. Als ich anfing, ihm zu schreiben, da war mir klar, der Typ wird mein Freund. Mit der Zeit kamen wir uns dann näher. Die Engländerin Vanessa Keane setzt sich für Menschen ein, die zum Tode verurteilt wurden. Sie hat Willie übers Internet kennengelernt. Ich liebe ihn und er mich. Das reicht doch. Er nennt mich seine Frau. Vanessa und ich haben uns kennengelernt. Sie wird mich umbringen, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Vor mehr als 3 Jahren jedenfalls. Wir stehen uns sehr, sehr nah. Man könnte sagen, so wie Mann und Frau. Ja, so sieht's aus. Obwohl zwischen uns eine Scheibe ist. Ich glaube, ich kriege diesen Aufschub. Ich weiß nicht, wieso. Ich fühle es. Noch 2 Wochen. Ich habe Poindexter mehrmals gesagt, dass ich nie optimistisch bin. Bei Todeskandidaten wäre das völlig unrealistisch. Aber in diesem Fall habe ich Hoffnung. Allerdings ist Hoffnung keine Strategie. Entsprechend lassen die Anwälte keine Möglichkeit ungenutzt. Momentan arbeiten wir an Willies Gnadengesuch.
Gnadengesuche unterscheiden sich ein wenig von anderen juristischen Eingaben. Im Prinzip bittet man um Erbarmen. Man bittet die maßgeblichen Stellen zu berücksichtigen, was dieser Mensch bis zum Augenblick der Tat erlebt hat. Pondexter wuchs in einer zerrütteten Familie auf. Seine Mutter wurde, als er noch ein Kind war, mindestens 4-mal in psychiatrische Einrichtungen eingewiesen. Aus irgendeinem Grund einfach so machte es bei ihr Klick und sie wusste nicht mehr, wer wir sind. Sie erkannte ihre eigenen Kinder nicht und einmal hat sie mich mit einem riesen Fleischermesser in der Hand durchs ganze Haus gejagt. Er landete in einer Gang, weil ihm da eine Familie geboten wurde. Ein Kind will geliebt werden. Wenn ihm das verwehrt wird, sucht es sich seinen Zuspruch eben auf der Straße. Ich weiß, wovon ich spreche. Auf der Straße gibt's keine Liebe. Die tun nur so, als würden sie dich lieben, aber die verleiten dich nur zu blöden Sachen. Sie legen jedes einzelne Wort auf die Goldwaage und sie wissen, Willie hat kaum eine Chance. In den vergangenen 10 Jahren wurde in Texas nur 6% aller Gnadengesuche stattgegeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass man Pondexter morgen entlassen könnte. Von ihm geht keinerlei Gefahr für die Allgemeinheit aus. Andere würden das für verrückt halten, aber ich würde Pondexter sogar mein Kind anvertrauen. Ob es viele Willie Pondexters im Todestrakt gibt, die ich als Babysitter anheuern würde? Sicher nicht. Ich sitze den ganzen Tag in meiner Zelle und träume vor mich hin. So komme ich mit dem Stress und den Problemen hier drin zurecht. Ich stelle mir einfach vor, ich bin auf einer Ranch und reite über die Weiden, weil ich mich an meinen Großvater erinnere. Der hatte so eine Farm. Und ich war da manchmal zu Besuch. Für mich ist das mein Zufluchtsort. Dort fühle ich mich geborgen. So halte ich alles von mir fern. Fünf Tage vor dem Hinrichtungstermin beschließt das Gericht, Willies Fall nicht anzuhören. Sein Ersuchen um Strafaussetzung wurde abgelehnt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, weshalb. Ich kann nicht in die Richter hineinsehen, aber ich bin mir sicher, dass unsere Eingaben juristisch einwandfrei waren. Das Gericht verachtet ihn für die Tat. Am nächsten Tag wird auch Willies Gnadengesuch abgelehnt. Willies letzte Hoffnung ist der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Johnny Ray Johnsons letzter Tag bricht in 24 Stunden an. Mir geht's heute Morgen nicht so gut. Ich bin irgendwie, irgendwie habe ich Angst. Ich habe nur noch einen Tag. Niemand weiß, wie es auf der anderen Seite aussieht. Verstehen Sie, was ich meine? Eine Menge Leute behaupten, da ist alles gut. Vor allem Prediger, die haben das echt voll drauf. Es ist okay, auf die andere Seite zu gehen. Aber bisher hatte es noch nie jemand eilig, dahin zu kommen. Wissen Sie, was ich meine? Nee, eilig hat's keiner. Johnson hat keine Familie, die ihm durch die Zeit im Todestrakt hilft. Dafür hat er Mrs. Clay. Ich besuche Johnny alle 2 Wochen. 1996 hat mein Sohn ein Verbrechen begangen, für das er zum Tode verurteilt wurde. Keith Clay hat bei einem Raubüberfall einen Mann getötet. Im Gefängnis machte er Johnny mit seiner Mutter bekannt. Nachdem sie meinen Sohn hingerichtet hatten, wollte ich Johnny eine Mutter sein. Der alte Johnny war böse, er hat Böses getan. Aber wenn man genau hinsieht, merkt man, dass viele dieser jungen Männer wieder resozialisiert werden können. Er hat keine Familie außer meiner Schwester und mir. Er saß schon seit 10 Jahren dort ein und hatte nie Besuch. Das fand ich furchtbar. And that hurt my heart.
Als ich in den Todestrakt kam, hatte ich keine Ahnung, was mich da erwartete. Ich hatte keinen Schimmer. Als sie mich nach der Urteilsverkündung von Houston hierher brachten, dachte ich, dass sie mich sofort hinrichten werden. Ich dachte, die hätten hier immer noch den elektrischen Stuhl. Und ich hatte all das Zeug gehört, dass einem der Kopf explodiert und die Augäpfel rausquellen und sowas. Ich habe total durchgedreht und um mich geschlagen wie ein Wilder. Ich dachte halt, das ist das Ende. Und ich wollte kämpfen bis zum Ende. Sie verstehen schon. Ich gehe auf keinen elektrischen Stuhl. Dass die einen Tod spritzen, wusste ich nicht. Ich dachte, die würden mich hier grillen. 1982 wurde in Texas der elektrische Stuhl durch die Giftspritze ersetzt. Diese Art der Hinrichtung findet mit Hilfe von drei verschiedenen Medikamenten statt, die in einer bestimmten Reihenfolge verabreicht werden müssen. Als erstes wird Thiopental injiziert, ein schnell wirkendes Betäubungsmittel. Als nächstes folgt das stark lähmende Muskelrelaxanz Pancuronium. Zum Schluss folgt Kaliumchlorid. Dieses Mittel führt den Herzstillstand herbei. In dieser Reihenfolge verabreicht, sorgen die Medikamente dafür, dass der Verurteilte zügig das Bewusstsein verliert und vermutlich nicht leidet. Statt letzte Worte zu sprechen, sang ein Häftling das Lied »Stille Nacht«. Das werde ich nie vergessen. Jedes Mal, wenn ich seither zur Weihnachtszeit »Stille Nacht« höre, muss ich an Jonathan Nobles denken. Er kam bis nur das traute, hochheilige Paar. Dann verlor er das Bewusstsein. Er kam gerade mal bis zur dritten Zeile. Es hat also nicht lang gedauert. Durch die Medikamente geht die Atmung des Verurteilten immer schwerer. Schließlich, und das meine ich nicht abwertend oder so, ich beschreibe es nur, wie es ist, hört er sich an wie ein schnaubendes Pferd. Ich krieg's nicht richtig hin, aber es ist jedenfalls die letzte Luft, die aus seinen Lungen entweicht. Die Männer im Todestrakt haben jahrelang Zeit, sich diesen einen Moment auszumalen. Sie hoffen, dass es ein friedlicher Tod wird. Die Frage, ob er schmerzvoll sein wird, zehrt sie auf. Und wie ich Angst davor habe, dass es wehtun wird. Ich habe nicht nur Angst davor, ich weiß, dass es wehtun wird. Das läuft so ab. Die geben einem genau die Dose Schlafmittel, die für einen 72-Kilo-Mann reicht. Ich wiege aber 104. Johnny hat Angst, dass man ihm nicht genug Thiopental verabreichen wird. In dem Fall würde er bei Bewusstsein bleiben, wenn das zweite Mittel die Lähmung herbeiführt. Dann würde er den Atem- und Herzstillstand bewusst erleben, ohne sich irgendwie verständlich machen zu können. Das Zeug sorgt dafür, dass ich nicht schreien kann. Verstehen Sie? Und dabei kriege ich die Schmerzen voll mit. Es wird sich anfühlen, als würde Feuer durch meine Adern rasen. Ob es weh tut? Auf keinen Fall. Ausgeschlossen. Wer eine tödliche Dosis Thiopental kriegt, wacht nicht mehr auf. Johnny und der Gefängnisdirektor sind unterschiedlicher Meinung, was die Giftspritze betrifft. Ist diese Methode human? Oder verstößt die bloße Möglichkeit, dass unfassbare Schmerzen wahrgenommen werden könnten, gegen die Verfassung der USA? Einigen Einwohnern von Huntsville ist das völlig egal. Ich finde, die sollten so hingerichtet werden, wie sie ihre Opfer getötet haben. Die sollten das wieder so machen wie früher. Mit elektrischem Stuhl und Aufhängen und sowas halt. Dann gäbe es vielleicht weniger Verbrechen. Ich halte diesen humanen Weg für falsch. Es sollte wehtun. Die sollten leiden. Der Tag von Johnnys Hinrichtung. Es ist Nachmittag. Ich glaube nicht an die Todesstrafe. Wenn einer einen umbringt und die töten den dann, sind das doch auch wieder nur Mörder. Auf dem Totenschein steht Tötungsdelikt. Die Todesursache dieser Person war ein Tötungsdelikt, weil sie getötet wurde.
Dieser Mensch wurde getötet, nicht ermordet. Die Möglichkeit gibt's ja auch. Darum gibt es auch das Kästchen Mord zum Ankreuzen. Aber das hier ist ein legales Tötungsdelikt. Das ist was anderes. Er ist noch warm. Mami hat dich lieb. Wie besprochen. Wir sehen uns im Himmel wieder. Sei brav. Wir sehen uns. Good morning, Huntsville. The third day of March 2009. We've got 47 degrees and a chance for thunderstorms later today. Herr, wir bitten dich, segne dieses Motorrad, auf das kein mechanischer Schaden über es komme. Im Namen Jesu. Amen. Honor the Texas flag. I pledge allegiance to thee. Texas, one state under God, one indivisible. Es ist kurz vor 13 Uhr. Soeben erreicht der Wagen vom Todestrakt die Stadt. Im Inneren Willie Earl Pondexter, 34 Jahre alt. Zum letzten Mal kann er einen Blick hinauswerfen. Texas ist dabei, einen Mord zu begehen. Ein paar Gegner der Todesstrafe demonstrieren gegen Willies Hinrichtung. Und wieder findet in Texas eine Exekution statt, die 432. Das ist vollkommen unnötig. Das ist nichts anderes als Rache. Anders kann man das nicht nennen. Stopp das Töten! Wer die Stelle als Direktor im Waltz annimmt, weiß, dass er Hinrichtungen durchführen wird. Da ich immer für die Todesstrafe war, ist das für mich auch kein Problem. Die Hinrichtungen stören mich kein bisschen. Der moralische Aspekt spielt für mich keine Rolle. Was den intellektuellen Aspekt angeht, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Das ist von einem Demonstranten. Ich bin mir nicht sicher, was den Direktor angeht. Er behauptet, er muss seinen Job erledigen. Ich habe aber den Eindruck, dass er kein großer Befürworter der Todesstrafe ist. Viele sind nicht da draußen. Das ist keine große Demonstration. Im Nordosten des Gebäudes haben wir eine Absperrung errichtet. Und da sind sie jetzt. Deswegen haben wir dort Beamte. Die sorgen dafür, dass alle auf ihrer Seite der Sperre bleiben. Was ich von dem Direktor halte? Nach allem, was ich über ihn weiß, ist er wohl ein anständiger Mensch. Ich wünschte nur, er hätte den Mut zu sagen, tut mir leid. Ich mache das nicht mehr mit. Die haben ihre Meinung und das respektiere ich. Sie zeigen, was sie denken. Denen liegt die Sache am Herzen. Sie sind gegen die Todesstrafe und ich respektiere das. Das ist Amerika. Sie haben das Recht auf ihre eigene Meinung. In wenigen Stunden wird Willie in die Hinrichtungskammer gebracht. Es sei denn, das oberste Gericht schreitet vorher ein. Das wird Pondexters Henkersmahlzeit. Frittiertes Huhn und Makaroni mit Käse. Meistens wollen die irgendwas aus ihrer Kindheit haben. Etwas, was sie an früher erinnert. Wahrscheinlich wird das oberste Gericht seine Entscheidung nach 17 Uhr bekannt geben. Und die lautet, Pondexter soll leben oder sterben.
Eben wurde mitgeteilt, dass das oberste Gericht abgelehnt hat. Tut mir leid. Wenn die mich abholen, um mich in die Kammer zu bringen, dann schalte ich einfach ab. In Gedanken werde ich in Sicherheit sein. Irgendwo auf einer Ranch mit Pferden und Rindern. Werde über die Weide reiten, mit Cowboyhut, Sporen, Stiefel und Lasso. Unter freiem blauen Himmel. So bin ich. Ein Junge vom Land. Auch wenn man weiß, dass man verlieren wird, man muss noch in den Spiegel sehen können. Wenigstens dafür kämpft man. Auch wenn man weiß, man hat keine Chance. Man muss weitermachen, am nächsten Tag aufstehen und weitermachen. Zitat: Ich habe mein Blatt so gespielt, wie ich es vom Leben zugeteilt bekommen habe. Er hat darum gebeten, dass diejenigen, die über seine Hinrichtung lesen, Zitat, mein Leben ansehen und daraus lernen. Zitat Ende. So oder so, es ist eine Tragödie. Ein Mensch ist von jemandem ermordet worden und dieser jemand muss für diesen Mord sein eigenes Leben geben. Was auch immer Täter und Opfer in jenem Moment zusammengebracht hat, das Ganze ist eine Tragödie. Die Gesellschaft trägt hier eine Mitschuld. Sie sollte Menschen, die sie selbst aufgegeben hat, nicht hinrichten. Die Todesstrafe gab es schon immer. Selbst Jesus Christus wurde hingerichtet. Zu allen Zeiten wurden Menschen gekreuzigt, gesteinigt, geköpft, gehängt, vergast, erschossen. Und so befürchte ich, die Todesstrafe wird weiter verhängt werden. Capital punishment is going to remain.